Und ich bin so perfekt am Alonso vorbeigekommen. Du Mieser. Oh, nee! Du dumme Sau! Eine Beschädigung am Auto ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Nee! Nee! So, und hallo Freunde, zurück zu unserem Let's Play. Formel 1 2012 Montreal. Ich nehme das Display schon seit längerer Zeit einfach nicht mehr ernst. Ja, aber nur weil es beim Dauer momentan schlecht läuft. Ich habe mal geschaut, ich bin momentan 6. in der Gesamtwertung und bin nur 10, nur 11, ich bin nur 10 Punkte vom Besten entfernt und dann werden wir mal schauen, wie das wird. Viel Glück dir jetzt erstmal und mal schauen. Sag mal, ich bin eine Kurve vor meinem Tod entfernt. Die erste Kurve halbwegs gut genommen. Oh. Gar nicht mal schlecht hier. Wir haben nicht viel geübt für die Strecke, weil wir für die falsche Strecke geübt haben. Wir haben gedacht, abkürze. Ich hab ja einen Unfall gebaut. Ich hab den abgekürzt. Ich bin Sarah, da startet man einfach mit fast 24, ne? Na schon, ich hab wirklich abgekürzt. Da kann man nichts machen. Na schon, ich hab mich halt gedreht, ne? In der Kurve, aber es war leider eine Gerade, würde ich sagen. Also, du gabst leider gekürzt, richtig Kurve, wo man abkürzen kann. Du wolltest ganz leicht die Kurve, ne, Sascha? Ja, die hast du abgekürzt, du bist voll der Abartig, finde ich. Schon, das ist die Kurve, die hat allerhöchstens. Also. Ja, du hast dich doch eh gedreht. Ja, natürlich. Ach, trotzdem, es kann auch sein, dass ein anderer Fahrer gestorben ist oder so. Jetzt bist du trotzdem jetzt schon. Ach, schon. Und ich bin unfassbar, aber ich bin. Erster. Ja, ich sag dann, wenn ich fertig bin. Okay. Baby. Da. Ich bin so in die Boxengas gefahren, ne? Fortsätze. Oh Gott. Haben den ganzen Tag beim Sascha die Strecke geübt. Also, die nicht, aber eine andere. Also, Valencia, da werden wir wohl gewinnen, würde ich sagen. Ne? Also, wenn wir da es nicht schaffen, dann. Dann weiß ich nicht. Also, da du fährst, bitte vorsichtig, ne? Ich mache euch kaputt. Nee, bitte nicht. Ich halte jeden Fahrer aus. Ne, der David, der ist momentan so. David, bist du auch momentan aber 12. Ne? Du bist genau das Mittelfeld. Ich bin jetzt 12. Sascha. Ich bin letzter. Ne, ich meine Gesamtwertung. Ja. Ich meine, du hast einmal gewonnen und hast schon nie wieder Punkte geholt. Das ist. Beste nicht ever. Ja. Ich glaube, ich bin halt, wenn wir so untereinander fahren, bin ich manchmal sogar besser. Ja. Aber nur selten. Ich find's auch enttäuschend. Okay, es ist bewölkter, sonniger Tag. Ja! Oh. Kein Regen. Und Rennstrecke, wann gehst du rein? Mach dich bereit. In der 10. Runde, ich schaff's wahrscheinlich eh nicht. In der 10. Runde, deswegen höre ich wahrscheinlich eh schon früher nach. Okay, dann gehe ich 9. Ja, ich gehe die 9. Da wechsle ich Intermediates. Bei 0% Regenwahrscheinlichkeit. Ja. Mehr freche Reifen. Hagelreifen. Schneereife. Kettereife. Also, pack mal die Kettereife drauf, ne? Das können wir nicht bringen! Die Platzsauger! Hängen doch mal einmal Vertrauen in mich. Das können wir nicht bringen! Soll ich aufschneiden? Nee, weißt du, warum ich das Rennen dann gewinnen wird? David? Ich würde das Rennen gewinnen. Du wirst die Strecke so kaputt fahren, ne? Ja, das ist wichtig. Die anderen Autos, die können einfach nicht fahren. Ja, du bist der Einzige, der noch Haftung da findet. Ja. Auf dem Stolleweg. Das ist nur noch Kies. Ja. So, und jetzt fangen wir an und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Glück und bitte verfasst, bitte bleib 300 dabei. Ja, als allererstes mal wahrscheinlich dreifache Überholer und dann durch mich bis durch die Menge Rühle kriege ich vielleicht echt Strophe sogar, bin mir nicht sicher. Das kann ich nie gut genau einschätzen, aber es leckt. Ohne, bitte, nicht so viel Lecks, nicht beim Start. Position zurückgeben. Bitte, es hat geleckt, ich kann nicht dafür. Leute. Hab Strafe bekommen. Position zurückgeben. Ich hab 5 Leute überholen lassen. Schau, was soll ich sagen, aber der, den ich überholt habe, der ist halt der kleine Letzter, ne?
Da, ich werde halt gedreht, ne? Muss ich jetzt etwa schauen? Da, Straf X2. Da, schau. Ich war Fahrtende. Die waren hinter mir. Ich bin die Kurve gegangen. Ich wurde gegen die Wand gedrückt. Ich habe mich gedreht. Damit muss ich jetzt etwa Stau. Ja, Stau wieder einfach mal ein bisschen. Aber so, dass Trickfahrer gibt, dass das Ding ist. Jetzt das. Ja, Stau einfach mal so etwa Runde lang. Okay, und jetzt anhalten und weiterfahren. Beste Ella. Herz sägt auch ein wenig bei mir. Oh mein Gott. Wir haben alles halt angegriffen. Sag, ich bin die anderen Fahrer um, ne? Er hat zwei Strophen getötet, gar nichts. Schau. Gar nichts. Ich habe schon gerade von vier Leute überholt, ne? In einer meiner fairsten Stadt überholt, sag schon. Zwei Strophen. Ich hab immer einer berührt, sag schon. Bei dir in fairer Stadt sollte schon was helfen, ne? Ja. Das finde ich traurig. Und ich habe hier keinen Aufnahmestopp gemacht, ne? Ja. Und ich bin so perfekt am Alonso vorbeigekommen. Dummi Sau. Oh, nee! Du dummi Sau! Eine Beschädigung am Auto ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Nee! Nee! Ich bin Neunter. Der Alonso. Ich hätte abgeschossen, ne? Da war Strafe X3. Abkürzen. Haben Unfall gebaut, ne? Hab den abgekürzt. Ach schon. Wir haben Unfall gebaut. David, dein Rennen läuft so gut, ey. Ich hab noch nie so was Unglückliches gesehen. Und halt beim kleinen Abfall, ne? Hä? Ich nenne das halt Let's Trash, ne? Ich lass gar nicht, ob du so Let's Play schreibst. Ich ändere das um in Let's Trash. David! Ich hab platte Reifen, ne? David, ich sag, fahren wir in die Box! Nee, ich fahr durch. Wenn Platte reicht mir, fahr das egal. Ich fahr jetzt 10 Runden oder so. Nein, ja, ich fahr bis mein Auto einfach kaputt geht. Ich geb da noch 2 Minuten. Ich fahr mit meiner Reife durch. Ich kann zwar nicht wirklich fahren mit dem Platte rein. Ja, muss ich fertig werden. Fuck! 10. 11. Aber kein 12, das sehe ich nicht da. Ich bin abgeflochen, ne? Auf der Geraden, in der letzten Kurve, ne? Du kannst es in der DRS-Zone verwenden. Aber ich kann mich ankämpfen, dann wird es bei mir wenigstens noch ein bisschen spannend. Und nachdem der David dann. Wir werden jetzt abspannt. Wann gibt mal Auto geil? Und wenn der David sein Auto irgendwann dann auch geschrottet hat, kann er bei mir zugucken. Oh, nein. Ja, nur mein letzter, weil ein paar Box sind. Ja. Oh, ich muss auch noch eine Box. Wie schnell letzter? Ja, weil zwei Leute in der Box waren. Geil. Also hätte bis 20 Sekunden Vorsprung auf mich. Oh mein Gott! Ich wollte halt überholen. Oh mein Gott. David, ich hab ihn wieder. Ich hab ihn wieder. Ich hier normalerweise. David, ich hab halt die Kurven wieder gar nicht gekriegt, ne? Ja, nichts, klar. So, jetzt fahre ich hier raus. Also, die Abmasson, die hinter mir fahren muss, ne? Wie ich in die Kurve gehe mit dem Blatterreifen, ne? Das hätte ich noch in meinem Leben nicht gesehen. Ich glaub's halt wirklich. Aber bei mir läuft es hier eigentlich, naja. Fahrt C. Nicht gut, aber. Oh nein! Ich bin in die gleiche Ecke gefahren! Ich hab genau den gleichen Fehler gemacht. Ich bin wieder 12. Schau, mein Auto fährt immer mehr nach rechts. Rechtszahl durch die Blattreife rechts. Das ist so schlimm, ich glaube, ich muss mal ausgleichen. Ich kann nicht mal links 8 Platte holen. Das habe ich nie hingekriegt, ne? 2 Platten. Fuck. Verwarnung, abkürzt, Sascha. Ich war auf der Strecke, ne? Sascha, ich habe nicht abgekürzt. Ich habe nur den Müll Körper berührt. Sascha. Spiel ist abfahren. Da, ich weiß ja nicht, aber ich kürze am laufenden Band ab und kriege gar nichts, ne? Schau. Da ich bin du beim Stand und Ziel, ne? Da spring ich förmlich, ne? Weil ich so die Köpfe sind. Das schaffe ich seine Sache. Die Kurve war Stand und Ziel, ne? Ja. War doch mal ganz normal, kann ich. Dann nimm die Kurve einmal so, wie die optimale Linie dir sagt, ne? Ich fahre nur noch 10, ne? Dass ich mit meinem Reifen überhaupt fahren kann. Schau, die Kurve habe ich leider gar nicht gekriegt. Bitte? Krieg ich eine Mo? Abkürze oder sowas?
Ich warte auf die Strophe, ne? Auf die Disqualifikation. Die warte ich auch noch. Ja, gut, tschüss, Golfi. Ja, warum? Ja. Vierter Moment, bei der kommt gerade ausgefahren. War ich abgekürzt. Ja. Ich habe aber auch jetzt. Oh! Warte. Tja. Beim Auto hinter dir ist der Frontflügel leicht beschädigt. Oh Mann, ich verkack die Kurve immer an Start und Ziel, ne? Ich bin zwar Zehnter, aber ich bin dir gerade überholt. Aber so unglücklich. Boah, ja. Ich schaff's auf 290, ne? Fast 290 hab ich geschafft. Mit glatten Reifen. Ach, bloß ich, ne? Jetzt. Gerade. Also, ich denke, Erster werde ich nicht mehr, aber. Ja, für mich ist auch noch so der zweite Platz drin oder so. Da, aber du könntest auch mir eine kleine Qual sehen. Fragen schnell, Leute kommen, die überleben es. Ne? Der Button und der Hamilton. Primärziel. Wie sich das anhört. Wie ein Kind. Also, es ist. Oh, die kommen schon hinein, Mister. Schau. Es gibt einziges Problem, ne? Das wäre? Dass man Reifenblatt ist und ich das nicht fast gar nicht lenken kann. Das ist doch, ich mache jetzt schon die Gerade so langsam, dass ich bin schon wieder gerutscht, ey! Fuck! Ich bin 13. Da kommt wahrscheinlich wieder. Ich bin wieder 10. Da hatte ich verliere halt gezeigt, ne? Aber Sascha, ich bin. Sascha, die sind halt auf mich aufgefahren, ne? Straf X4. Sascha, die hätten sich da X4 zu halten, ne? Ich bin 5 Meter weg, Floche, ne? Geil. Da hat jemand. Da hat die Rest hat mich gerade gerannt, wenn ich so viel Stoff krieg, ne? Ja! Da hat die Rest hat, ne? Der ist mit so viel Kamera in den Schneid gefahren, ne? Ich hab eine Ausfahrt. Gut. Oh, war es ein William? William. Da, das ist der Button. Das will ich ausprobieren. Da, du kannst ballern bei mir zugewinnen. Das war nicht gesprochen. Platz 9. Oh, das ist so scheiße, ey. Das war nie so schlecht. Ah, da, du hast noch den Vettel ausgeschaltet. Gute Arbeit. Das war der Vettel. Hä? Ach, das war der Vettel. Ja, und der Button, der verdammt nicht. Also die fahren zwar noch, aber alle ohne Frontflügel. Schau, das sind Fahrer. Die waren halt wirklich erst an Twitter, aber meiner Meinung nach habe ich wirklich eine Änderung getroffen. Ne? Weil ich glaube, Anna hat sich halt an einem anderen kaputt gefahren. Will ich auch sagen, guckst du mir gerade zu? Ja, ganz wichtig ist es seltsam, ich kann die irgendwie ändern auf F8 oder so. Scheinbar nicht. F9 vielleicht, F11, F12. F8 war schon. Ich habe die Fahrt verfehlt. Hab ich nicht F10 gedrückt. Wie ich die Kurve hasse. Die starken Zielkurve, die ist so schlimm. Ich hab nie so Dreckskurve gesehen. Ja, wir sehen hier Sascha, das macht er ja sehr gut. So, in der 6. Runde ist er halt schon. Der Profi. So, vor dem letzten Rückstand rechts dran. Sind da Reifen. Vor alle vier Reihen hat er dreckig gemacht, die Sau. Die Putz. Das hat sich geil an. Jetzt geht er links wieder. So ist er wirklich nicht gerade schlecht aus für ihn. Auch wenn er eine Strafe hat und eigentlich ganzzeitig umsonst weiterfahrt, weil er eh keine Punkte mehr für sein Team holen kann. Natürlich. Ich rutsche immer mehr in die ausländische Akzent ab, obwohl ich mit irgendwas schwäbisch ähnlich angefangen habe. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das war überleg. Ich gebe weiter an meinen Kommentator, Manny Brockmann. Ja, also, wir sehen hier ein sehr gutes Rennen, taktisch klug geführt und der einzige Fahrer, der mir einfach nicht gefallen hat, war Sascha Verfahren. Oh. Echt ein Abstand, einer der aggressivsten Fahrer dieser Strecke. Da, ich fahre halt wirklich aggressiv, aber ich komme halt einfach näher ran. Er ist wirklich. Also. Jetzt, oh mein Gott! So ein Schwein habe ich noch nie gesehen. Wie ich die Kurve. So eine Beleidigung für den Rennspaß. Eine Vergewaltigung für jedes Formel 1 Auto. Ich will es braus, Auto förmlich. Wenn ich erstmal mit diesem Wettlauf anfange, warum haben die denn überhaupt nicht Formel 1 gelassen? Ja. Wie kann Toro Rosso so weit hinken, sich so zwei Drecksfahrer zu nehmen? Ja. Wirklich, das ist so schlimm schon. Falls du den Fahrer hin.
bin noch nie so viel beim Endfahren gestorben. In Emre. Ah ja. 8. Zig. Toll. Das ist schon bald. Ne? Das ist immer noch so ein Name wie Rikliskovnovs. Was? So. Weil. Ganz berühmt. Ne? Alles klar. Ich komme einfach näher ran. Ja, so wie du fahrst, würde ich auch nicht näher rankommen. Da dich. Hörst du es aber gedacht, Top 2 zu fahren? Aber ich hab die Top 2, glaube ich, momentan sogar. Erste zwar nicht. Ich fahr so aggressiv, echt, ist unfassbar. Meiner Meinung nach hab ich gerade besser gefahren, als ich gerade sehe, wie du hier fahrst, ne? Leute, die am Start sind, die nehmen einfach viel besser als ich. Ich würde sagen, ich fahre mal... Ja, weiß. Da ich jetzt sage, ich fahre mal nächstes Mal in die Box, ne? Wenn du an die Box kommen willst, sag Bescheid. Nein, momentan. Ah, ich will fahren, bitte. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde. Ich sag doch mal, gerade ein bisschen blockiert. Mir scheißegal. Meine Abflug. Okay, das wäre ungünstig. Weil ich nicht. Er guckt gerade aufs Boxgas, du Raben. Schnell, fass du weg. Ich sag, ich muss. Ne. Also, kein der sieht schnell die Boxgas wieder wie er cool kann. Ja. Der raum mich zurück. Ich fass so gut, ne? Das ohne. Ohne Frontwind. Hast du Deutschland da? Mini da? Vorne? Da ist Deutschland ganz genau, nur rechts. Ich merk's, weil es so schlecht fährt. Aber ja, man merkt schon. Ich denke, er hat einfach richtig mitgehen, aber ne? Oh, scheiße, bist du nicht mit? Oh Gott, oh Gott. Aber ich denke, dass ich doch Punkte holen könnte. Klappt es damit? So, die Hälfte der Rennzeit haben wir ja schon absolviert. 9 Runden von 18. Für die Begabten sauer. Aber dann würde ich auch mal sagen, war hier gerade eine gerade ist, würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal. Bis gleich.